Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin heute mit Steve Fitt. I am Steve, oder wie heißt der jetzt eigentlich? Steve. Steve. Ich bin mit Steve unterwegs, hier im SGZ in Kürten, und wir drehen einen Clip. Ich zeige euch mal, wie das Ganze so behind the scenes... Ich dachte mir, ich zeige euch mal, wie das Ganze so behind the scenes aussieht. Außerdem habt ihr den Steve ja auch lange nicht mehr gesehen, ne? Deswegen, weil Steve sich immer versteckt. Ja, wie das Ganze so abläuft und mehr seht ihr nach dem Intro. Jo, ja, wir haben jetzt die ersten Clips. In der Tonne, sagt man, ne? Als Videograf. In der Tonne ist richtig, ne? Ich sag nur, Leute, Steve Fitt ist back, auf jeden Fall. Maximal, sonst anal. Kurzes Posing-Update. Nice, nice. Ja, mehr, ja. Bro, mehr Glutes, mehr Glutes. Ja, wie lange bist du jetzt schon auf Massephase? Ja, so seit 2 Jahren. Und wie viel Gains hast du gemacht? Also 40 Kilo. 40 Kilo Gains. Ja, wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Ich hoffe, ich muss nicht mehr hier diese komischen Curls hier machen. Da habe ich nämlich echt gar keinen Bock mehr drauf. Dann lassen wir mal was Anständiges machen hier. 27 Sätze Bizeps Curls. Leute, sagt der Steve, pack dir mal 2 große Scheiben, die wenig wiegen, auf die Schrägbank. Sag ich, ja, 20er halt, ne? Sagt er, willst du echt 60 Kilo machen? Oh. Genau das gleiche wie vor 1,5 Jahren. Und jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Ich mache aber erstmal ein Warm-Up-Set, ne? Ach du Scheiße. Oh, das tut jetzt sicher weh. Oh fuck, es geht gar nicht mit der Schulter. No way. Oh shit, Leute. Es tut schon weh beim Rausheben einfach. Echt kein Spaß. Ich muss wieder komplett vegan machen, damit das wieder weggeht. Mein Tipp nämlich, ich habe ganz lange nur enges Bankdrücken gemacht. Fast 1,5 Jahre lang. Dann konnte ich 120 Kilo eng. Diese Kameramänner, die irgendwas sagen, ich weiß noch gar nicht, was du machen sollst. Ach, der will hier dieses komische Dings machen. Ich habe mir sagen lassen, was ist für Rücken. Ich kann hier noch nicht, wie soll ich den da runterheben? Die Gyms haben seit einem Jahr zu. Ja, der Bro will jetzt, dass ich Kreuzheben mache. Beim letzten Mal Kreuzheben habe ich meinen hinteren Oberschenkelmuskel so hart belastet, dass ich dann beim Flair mit dem Emin zusammen Muskelfaserriss hatte. Das müssen wir diesmal... Merkst du eigentlich, dass du Fitness, Health und Lifestyle machst und nur von Verletzungen redest? Ja, Digga, ich bin halt einfach nur kaputt. Immer. Du hast auch voll viele Verletzungen gehabt. Gar nicht, ich bin voll fit, Alter. Ich will doch jetzt noch einen Backflip machen. So füttert man Fitnessathleten also mit Muffins von meiner Freundin. Das sind Anabol, ne? Ja. Alles Muffin für einen Pump. Was ja das Schlimmste bei so Drehs ist, dass du alles 1000-mal machen musst, auch wenn du schon gar keinen Bock mehr hast. Die sind auch so richtig saftig, ne? Lange nicht so viel Action gesehen. Okay Leute, zu guter Letzt haben wir uns eine kleine Challenge überlegt. Also Steve hatte Bock, noch eine Challenge zu machen. Und die Challenge ist, hier über die Slackline zu laufen. Du bist auch gar kein Pro da drin, ne? Ja, aber soll ich sagen, was richtig unfair ist? Ich kann hier mit meinem Gleichgewicht fast auf Metall gehen. Okay, also man hat 3 Versuche rüberzukommen. Du willst anfangen? Ja. Oder sollen wir immer abwechseln? Ja, wir können abwechselnd machen. Das war weit. Ja, aber du musst ohne Schuhe machen. Puh. Grüße gehen raus an alle Leute, die mit in der Türkei waren, der Robinson-Club. War hart trainiert. Oha, das ist schon trainiert. Ich hätte auch nur einen Trick. Der Trick? Der Trick ist genau, du musst halt in die Knie gehen. Ja. Kleinere Schritte, nicht so groß. Ah, ja, ja. Nee, ja, normal. Was ich auch gemerkt habe, was hilft, ist immer halt von gut weiteratmen. Ja, das lacht man auf jeden Fall. Ja, okay. Noch eine Challenge? Oh, scheiße, heute ist Challenge-Tag. Digga, ich sag dir, richtige Gymnastiklehrer. Richtige Gymnastiklehrer. Wie, einfach so sitzen? Ja. Ich schlepp schon so einen Riesenball ab. Und jetzt einfache Matheaufgaben. 3 plus 3. Damit hat er mich gekriegt. Mit den einfachen Matheaufgaben. Okay, pass auf. Jetzt die wirkliche Challenge ist ja so, drauf zu hocken. Ach so, ist klar. Okay. Ist so gut. Genau, so als würdest du mich besteigen. Schön. Oha. Oha. Sieben mal sieben. Weißt du, was ich sagen wollte? 41. Shit, okay. Oh nein, er hat noch eine Challenge. Wir haben auch Stäbe. Ja. Richtige Stäbe. Challenge. Wer am längsten den Stab auf dem Finger balancieren kann. 8×8. Digga, ich konnte nicht mal auf dem Ball sitzen. Das war eine wegen Matheaufgabe. Ah, okay. Streckt zuerst die Füße aus. Der Leo wäre stolz auf uns. Okay, reicht für heute. Okay Leute, vielen Dank fürs Zusehen heute. Wenn euch das Video mit dem Steve gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Schaut doch bei Steve Fitt, ne, das heißt gar nicht mehr Steve Fitt, ne? I am Steve auf Instagram vorbei. Es waren harte Challenges heute dabei. Es war ein harter Videodreh dabei. Es waren harte Posen dabei. Es war einfach allgemein super, super hart. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammen noch mal ein Video zu drehen. Das war wunderschön. Bis zum nächsten Mal.